Hallo und herzlich willkommen bei InSports. Ich freue mich wieder, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge ist die Gruppe D der FIFA WM 2018 dran. Was ich dazu sagen habe, jetzt gleich nach dem Intro. Ja, hallo und willkommen zurück, liebe Freunde. Für die, die zum ersten Mal hier sind, auch ein herzliches Willkommen von mir. Kurz erklärt geht es hier um die Weltmeisterschaft, die bald startet. Ich habe mir deshalb vorgenommen, wöchentlich jeden Mittwoch eine Gruppe der WM euch vorzustellen. Also sind es genau am Ende 8 Videos, die ihr sehen werdet. Deshalb lasst ein Abo da, damit ihr die restlichen Folgen nicht verpasst. Falls ihr die letzten 2 Gruppen nicht gesehen habt, hier die Links dazu. So, jetzt aber zur Gruppe D. Nach der Auslosung finden sich hier Argentinien, Island, Kroatien und Nigeria wieder. Durch den schwachen Auftritt der Argentinier in der Qualifikation finde ich die Gruppe deshalb sehr spannend. Lasst uns gleich mit den Argentiniern anfangen. Die liegen auf dem 4. Platz der FIFA-Weltrangliste und freuen sich schon zum 16. Mal dabei zu sein. Ihre erste WM war im Jahre 1930 und zwar am Gründungsjahr der FIFA-Weltmeisterschaft. Ihre letzte WM war 2014 und da erinnern wir uns gerne zurück, denn mit 1:0 schaffte es Deutschland durch das späte Tor in der Verlängerung von Mario Götze die WM nach 14 Jahren endlich wieder zu gewinnen. Aber nichts zum Traurigsein, denn die Südamerikaner schafften es 5-mal ins Halbfinale und unglaubliche 5-mal ins Finale. Da konnte man sich auch 2-mal durchsetzen und den Pokal gewinnen. Gecoacht wird die Mannschaft vom Argentinier Jorge Sampaoli. Der trainierte 2014 die Chilenen bei der WM in Brasilien und brachte sie bis in die K.O.-Runde. Der 57-Jährige ist unter anderem bekannt durch seine Amtszeit beim FC Sevilla. Fun Fact, und zwar wurde Sampaoli 2007 vom berühmten peruanischen Club Sporting Cristal gefeuert, da man seine Trainingseinheiten als zu hart empfunden hat. Danach trainierte er aber verschiedene Clubs in Südamerika, bis er sich endlich einen Namen machen konnte. Seine Aufstellung sieht wie folgt aus. In einem 3-4-3 oder 3-4-2-1 setzt der Argentinier auf volle Offensive und das zu Recht, denn mit Messi, Agüero, Dybala, Icardi oder Di Maria hat Argentinien einfach viele Weltklasse-Angreifer. Kann aber auch natürlich sein, dass hier zum Beispiel Correa und Acuña dann viel Abwehrarbeit leisten müssen, da sonst die Defensive zu sehr vernachlässigt wird. Die Qualifikation hat diese Mannschaft, oder sagen wir Messi, nur knapp am Ende noch geschafft und muss sich in der WM deshalb nochmal richtig ins Zeug legen und als Mannschaft funktionieren, da sonst der Weg bei der WM schnell enden könnte. Und wir brauchen eigentlich keine zwei Meinungen hier. Oder habt ihr euch gedacht, man kann jemand anderes als Lionel Messi als Star der Mannschaft nennen? Eigentlich stellt sich hier eher die Frage, wer der beste Fußballer in der Geschichte Argentiniens war oder ist. Messi oder Maradona. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Zurück zum 5-maligen Ballon d'Or-Gewinner Messi. Der Kapitän und der Allzeit-Topscorer der Argentinier tritt nun zu seiner 4. WM an. 2014 knapp gescheitert, will er jetzt wieder ins Finale und diesmal den Pokal gewinnen. Denn mit 30 Jahren kann dies schon seine letzte Chance sein. Ich will euch aber nicht zu viel Hoffnung machen, denn mit der Nationalmannschaft holte er in seiner Karriere noch keinen einzigen Titel. Aber wie ihr wisst, niemals nie sagen und deswegen wünschen wir Messi viel Erfolg. Nun zum Wunder Island. Auf Platz 22 der FIFA-Weltrangliste bestreiten sie endlich zum ersten Mal eine WM. Ein Land, welches eigentlich nicht gerade bekannt für ihr Fußballkönnen ist, schoss in der letzten EM England im Achtelfinale und kam dann bis ins Viertelfinale, wo man gegen Frankreich dann leider verlor. Trotz dessen waren sie die Sieger der Herzen vieler Fans. Und mit dieser Motivation fahren sie jetzt nun zur WM nach Russland. Außerdem brachen sie den Rekord als kleinstes Land bei Einwohnern, die an einer WM teilnimmt, denn Island kommt gerade mal auf 335.000 Einwohner. Der Coach Heimir Hallgrímsson war einst ein Zahnarzt, bevor er den früheren Chefcoach Lars Lagerbäck als Trainer assistierte und dann die Isländer wortwörtlich zu den Top-Teams Europas katapultierte. Hallgrímsson qualifizierte seine Mannschaft auf Platz 1 der Gruppe I vor Mannschaften wie zum Beispiel Kroatien, Ukraine oder die Türkei. Mitverantwortlich an diesem großen Wachstum verspricht sich der Trainer und das Team einiges bei der Weltmeisterschaft. Die Aufstellung der Isländer sieht wie folgt aus. Mit einem 4-4-2 spielen hier bekannte Spieler wie der Augsburger Angreifer Finn Bogason oder der Rekordtransfer vom FC Everton Gylfi Sigurdsson. Durch eher unbekannten Spielern sticht eigentlich die Mannschaftsleistung hervor. Das Team ist sehr gut eingespielt und dies beweisen sie immer wieder aufs Neue. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie weit die Mannschaft kommt, denn ein Weiterkommen der Isländer bei der momentanen Leistung ist gar nicht
nicht so verkehrt. Nun aber zum Star des Teams, Gylfi Sigurðsson. Der Spielmacher Islands wurde jetzt schon zum 5. Mal als Fußballer des Jahres gewählt. Und das in den letzten 5 Jahren. Er schoss für seine Mannschaft 4 Tore und assistierte ebenfalls 4 Mal in der Qualifikation. Mit Everton läuft es aber nicht so blendend, denn hier kommt der Mittelfeldspieler eher auf eine unterdurchschnittliche Leistung. Aber trotz dessen bleibt er einfach ein Topspieler, der für seine Nationalmannschaft alles geben wird. Wir sind gespannt. Weiter geht es mit Kroatien, der FIFA-Weltranglisten 17. Die sind jetzt schon zum 4. Mal dabei und kamen 1998 sogar bis ins Halbfinale. Man siegte davor gegen Rumänien im Achtelfinale mit 0:1, gegen Deutschland mit einem 0:3 und verlor schließlich gegen Frankreich mit 2:1. Und die, wir erinnern uns zurück, gewannen dann im Finale gegen Brasilien mit 0:3 und wurden Weltmeister. Also eine gar nicht so schlechte Bilanz für Kroatien. 2014 waren die Kroaten auch dabei, aber man kam da leider nicht über die Gruppenphase hinaus. Der Trainer Slatko Dalic übernahm das Traineramt im Oktober letzten Jahres. Er ersetzte Ante Čačić und konnte letzten Endes mit einem 4:1 gegen Griechenland in den Playoffs sich ein Ticket für die WM in Russland sichern. Davor war er als Trainer in den Arabischen Emiraten unterwegs, und zwar bei Al Ain, mit denen er 2016 bis ins Finale der asiatischen Champions League kam. Er stellt seine Mannschaft in einer 4-2-3-1 Formation auf mit Weltklasse-Spielern wie Mandzukic, Rakitic oder Real Madrids Spielmacher Luka Modric. Eigentlich ein eingespieltes Team, tat sich Kroatien trotzdem am Ende der Qualifikation sehr schwer und man erreichte dann den 2. Platz der Gruppe E hinter Island. Die 2 Mannschaften werden auf jeden Fall sehr heiß auf eine Revanche sein, denn die 2 Qualifikationsspiele konnten beide Mannschaften jeweils vor der heimischen Kulisse für sich entscheiden. Am 26.06. sind wir dann gespannt auf das 3. Aufeinandertreffen dieser Mannschaften. Ja, und für mich nicht nur der Starspieler Kroatiens, sondern der momentan beste Mittelfeldspieler der Welt, der Spielmacher Luka Modric, zuletzt von Andrei Shevchenko als einer der besten Mittelfeldspieler aller Zeiten bezeichnet, und das nicht zu Unrecht. 6-mal als Kroatiens Fußballer des Jahres gewählt, seit 2015 in der FIFA-Mannschaft des Jahres und 2016-17 im UEFA-Team des Jahres. Also sprechen die Zahlen eigentlich für sich. Der mittlerweile 32-Jährige kommt bei Kroatien auf 101 Länderspiele. Und 2018 dürfte vielleicht schon seine letzte große Chance sein, bei einer WM mit seiner Mannschaft was zu reißen. Ob dies ihm auch wirklich gelingt, bleibt fragwürdig. Nichtsdestotrotz wünschen wir ihm und seiner Mannschaft viel Glück. Die letzte Mannschaft der Gruppe D heißt Nigeria. Auf Platz 50 der FIFA-Weltrangliste stehen sie mittlerweile, und das hätten nicht viele erwartet, schon zum 5. Mal bei einer WM. Die Gruppenphase konnte man schon auch 3-mal bewältigen, und zwar 1994, 98 und in der letzten WM 2014. Also gar nicht so schlecht, was die Nigerianer anbieten. Trainiert werden sie vom meist erfahrensten Trainer in Afrika, Gernot Rohr, der ehemalige deutsche Fußballspieler, der zum Beispiel die französische Ligue 1 3-mal mit Bordeaux gewinnen konnte, durfte schon Gabon und Burkina Faso trainieren. Rohr übernahm Nigeria im August 2016 und brachte sie mit einer Superleistung durch die Qualifikation. Sie sicherten sich als erste afrikanische Mannschaft einen Platz bei der WM. Mit einer 3-5-2-Formation schickt er seine Mannschaft in die Spiele mit Sturmduo Iwobi und Iheanacho. Auch hier klar, dass es im Spiel eher oft ein 5-3-2 wird und man auf Konter spielen wird. Die Mannschaft kann aber auch anders als verteidigen. Zwar ein Freundschaftsspiel, aber trotzdem konnten sie Argentinien mit 4:2 schlagen. Also auch hier zeigt sich mal wieder, dass eine gute Teamleistung der Schlüsselfaktor ist. Der Star des Teams meiner Meinung nach ist John Obi Mikel. Der Kapitän bleibt die zentrale Figur des Teams. Als Champions League-Sieger sticht besonders seine Erfahrung, Stärke und Gelassenheit hervor. Er wird sicher ein wichtiger Spieler für den Trainer und für seine Mannschaft bei der WM sein. Und damit sind wir wieder am Ende der Analyse der Gruppe D gelangt. Bevor ich aber meine Prognose abgebe, will ich heute wissen, wie weit eurer Meinung nach Messi seine Mannschaft bringt. Kommt es wieder zu einem Finaleinzug oder scheitert man irgendwo auf dem Weg? Schreibt einfach in den Kommentaren, wie weit eurer Meinung nach Argentinien kommt. Außerdem vergebt den 1. und 2. Platz der Gruppe direkt darunter. Mal schauen, wer am Ende richtig tippt. Jetzt aber zu meiner Prognose. Ich denke, dass Argentinien
trotz der schwachen Qualifikation hier als Gruppenführer rausgehen wird. Siegen werden sie gegen Nigeria und Kroatien und sich ein Unentschieden gegen Island holen. Ja, ich weiß, warum Island, aber ich denke, dass die Argentinier sich schwer tun werden mit dem Spielstil, den Island anbietet. Also sage ich einfach jetzt Island. Die Mannschaft holt sich dann auch den zweiten Platz. Die Sensation in der EM wird sich hoffentlich hier wiederholen. Mit dem Unentschieden gegen Argentinien und Kroatien holen sie sich 2 Punkte, um dann mit einem Sieg gegen Nigeria auf 5 Punkte zu kommen und sich den zweiten Platz zu sichern. Kroatien siegreich gegen Nigeria, Niederlage gegen Argentinien und ein Unentschieden gegen Island ergibt dann 4 Punkte und bedeutet Platz 3. Bei Nigeria bin ich mir sicher, dass es leider nicht für die nächste Runde reicht. Diesmal ist die Konkurrenz einfach zu stark. Deswegen vergebe ich den letzten Platz an Nigeria. Ja, und damit habt ihr meine Prognose zur Gruppe D. Nicht vergessen, eure Prognose in die Kommentare zu schreiben, damit wir vergleichen können und am Ende schauen können, wer recht hatte. Für die neuen Zuschauer unter euch würde ich mich sehr um ein Abo freuen, damit ihr die restlichen WM-Folgen nicht verpasst. Außerdem lasst doch ein Like da, wenn dir mein Video gefallen hat. Ich freue mich übers Feedback von euch. Folgt uns auch auf Social Media, wo es sich da rund um das Thema Fußball handelt. So, und damit verabschiede ich mich wieder von euch und freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Gruppenanalyse einschaltet.